So, du bekommst es von uns immer von Han Carbon. Und jetzt brauchen wir noch Aluminar. Du stellst jetzt bitte Alumin... Was? Oh, fu. Also Aluminar wird in diesen komischen Fabriken mit dem weißen Schädel-Atompilz-Ding drauf hergestellt. Oder in dem roten Teil. Rotes Teil? Ich... Ja. Okay. Rotes Teil. Du stellst bitte Aluminar her aus dem da. Und dem Grisselzeug hier, wovon wir inzwischen doch ein bisschen was haben. So, du brauchst Brennstoff. Können wir Leichen verbrennen? Ja, okay, komm, machen wir schon Kohle. Wow, ja doch, ist okay. So, dann ein Ärmchen. Und ein Ärmchen. Und eine Kiste. Sehr gut. Sehr gut. Erster Low kommt. Genau, ich bräuchte jetzt besseren Brennstoff, deswegen... Oh, oh Gott. Ja, die Dinger schlucken jetzt aber auch ganz schön Strom, ha? Ne? Zeug? Und ich weiß nicht, ob die sich auch tagsüber abschalten. Das ist das Nächste, was ich beobachten muss. So, erstmal... Oh, ist das süß. Guck mal, da kann man zugucken, wie das wegfliegt. Ja, ich hoffe, die neuen MK2-Kohle-Dinger da, die bringen es. Wir werden sehr viel Kohle brauchen. So, gib mir das Alu. Ich würde gleich ganz gerne die ersten Roboter bauen. Gib mir die Frames. Du baust Batterien und bei Batterien fehlt bestimmt oben wieder Eisen. Yep. So. Da fehlt Eisen. Ach ja. Nicht so schön. Aber bald kommen ja die Roboter. Vor allem sind das auch schnelle Roboter, die auch weiter fliegen können und mehr tragen auf einmal und überhaupt. Überhaupt ist toll. Ja. Irgendein Angriff, aber 7 Türme schießen. Und Nordosten scheint momentan der Fokus zu liegen von den Gegnern. Das ist okay. Mehr davon. Chips habe ich noch genug. Immer ganz viel Sand, damit ich mal so ein Stack Glas habe. Ja, 800, schieß mich tot. Da. Nimm. Gut. Weiter damit. So, Roboter kommen gleich. Ich habe allerdings keine Roboter gerade hergestellt. Deswegen suche ich jetzt meinen Roboport. Wir haben ja momentan noch nicht so viele. Wo die sich drin verstecken. Und klaue die einfach da raus, während sie schlafen. Zack. Okay. Da werden keine drin sein, ne? Ah, einer. So, jetzt haben wir 12 MK0 Roboter. Gleich haben wir 12 MK1 Roboter. Hoffentlich. Genau. Und ich hätte hier ganz gerne alle deine verdammten Ressourcen. Oh. Okay, ich hatte nicht genug Platz. Alle Ressourcen. Was mit den MK3 Robotern? Die brauchen schon so komische grüne Chips und Titan und Gedöns und... Nee, das ist okay. Die da reichen uns jetzt. 5 Roboport, Antenna Array. Ach Jungs, ihr habt doch die Roboports jetzt alles schwieriger gemacht. Ich dachte, das wären Module, um Roboports zu erweitern. Keine Subkomponenten, um Roboports überhaupt erst zu bauen. Die waren vorher schon teuer. Jetzt sind sie noch teurer. Yay. Okay. Bitte erforsch Laser Rifle Shooting Speed. Go. Mann, Mann, Mann. Oh, ich muss das Inventar wieder ausräumen. Ich habe wieder viel zu viele Leichen drin. Geh mal da unten hin. Auch wenn die Kisten, glaube ich, schon fast voll waren, aber dann stellen wir einfach noch mehr Kisten dazu. Was mich daran erinnert, wir haben hier bald wieder ein Zentrallager. Oh, sehr schön. Ganz viele riesengelbe Kisten. So, Leichen, 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 Leichen. Komische Poles. Munition, du da. Du kannst weg, die können weg. Keine Ahnung. Also das sind alles Dinge, die beim Herstellen von diesen Teilen entstehen, wenn wir aus Versehen, in Anführungszeichen, irgendwas verdoppeln. Ja, okay. Die brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So, ist okay.
Schnellere, bessere Robot. Was? Sind nicht hier? Achso, schnellere, bessere Roboter sind jetzt hier. Ta-ta-ta-ta. Okay. Die sind schon mal schneller. Ah, das ist sehr gut. Okay, dann mach bitte hier eine Requester-Chest für Stahl. Du hättest gerne Stahl. 10 Stück. So, da oben. Habt ihr schon rote Kisten? Mach mal rote Kisten. Ihr habt ein paar rote Kisten. Ihr seid im Einzugsbereich. Richtig. Das heißt, eigentlich müssten jetzt die Rohstoffe schon mal abgedeckt werden können, theoretisch von den Robotern. Achso, da sind noch 5 Roboter. Zack. So. Dann... Bis hier geht das. Bis hier könnte ich theoretisch irgendwo rote Kisten dazwischen. Haben wir doch hier. Ich würde es gerne Kupfer. Wo brauchte ich das? Ah, hier unten. Ja, das ist unpraktisch. Bauen nochmal ein Roboport. Und setzen ihn nämlich hier irgendwo in das Gewusel rein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Damit wir hier bei der Einkiste sagen können, wir hätten gerne Eisen und Kupfer. Das ist die hier. Die da. Die hätte gerne sowohl Eisen als auch Kupfer. Was ist das rote Zeug? Raw Alien Wood. Nein. Und ja, 200 jeweils hätten wir durchgehend gerne hier. Die Roboports habe ich noch kein Muster angeordnet, ne? Ne. Roboport-Muster kommt erst viel später. Hauptsache, wir haben erstmal Abdeckung, dann ist gut. Das heißt, wir gucken einfach, wo Platz ist. Vielleicht sogar hier zwischen. Oh, kopiert? Ja, sehr gut. Danke, danke, Spiel. Das ist sehr lieb von dir. Mach mal einfach hier den hin. Dann müssten jetzt schon die ersten Roboter losfliegen, richtig? Ich sehe nichts. Eigentlich müsste jetzt irgendwo ein Roboter losfliegen und Eisen holen. Da genau, Delivery 38. Gucken wir mal, wie die Sprünge sind. 6er-Sprünge, richtig? Ich glaube, das waren 6er-Sprünge. Ah, das ist krass. Aber das kann nicht sein. Dass sie entweder eintragen oder 6. Also MK0 trägt 1, MK1 trägt 6. Muss ich verguckt haben. Warte, wie viel Eisen habe ich? 110. Ne, 2 Eisenplatten. Ja, okay. Aber es klappt auf jeden Fall schon mal. Also sie sind wesentlich schneller, sie können doppelt so viel tragen und ich kann ja immer noch die Sachen hier aufstufen. Schön, 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 schön. Was jetzt? Mehr Roboter, richtig? Mehr, mehr, immer, immer mehr Roboter. Das heißt, ich muss regelmäßig die Engines unten gucken. Ich müsste theoretisch Skynet aufbauen, wenn das gefährlich ist. Haben wir hier Abdeckung? Da nicht, nein. Aber nee, das können wir noch mit Fließbändern hier machen. Ich darf jetzt auf keinen Fall wieder anfangen, Fließbänder abzureißen und alles über Kisten machen zu wollen. Davon sind wir noch sehr, sehr weit weg. Und wir haben bald keinen Stein mehr. Du da so. Forschung ist am Arbeiten, braucht ein bisschen länger. Wo könnte noch geflogen werden? Hier könnte noch geflogen werden. Ist aber auch nicht im Einzugsgebiet, verdammt. Na gut, dann machen wir einfach hier. Hier noch ein Roboport. So. Und dann bräuchten wir blaue Kisten. Machen dann hier eine blaue Kiste für Kupfer, hier eine für Eisen, da eine für Holz. Dann brauchen wir bei den Holzfarmen noch eine rote Kiste. Und dann haben die Roboter, glaube ich, erstmal eine Weile zu tun. Wobei die Kisten hier gar nicht angeflogen werden. Das dauert bis da, das auf 200 runterfällt. Geht so. Eisen 200, ja. Blau. Blau. Du Holz 100. Okay. Und ich hätte gerne sowohl rote als auch die anderen hier unten. Und ich hätte gerne hellblau vollgetackert.
dass sie auch immer da bleiben. Genau wie unsere tollen Poles hier. Wie unsere Fließbänder hier. Und wie die blauen... Steuerung, wie war das? Nein! Oh Gott. Steuerung, mittlere Maustaste. Dinge. Da, Fast Inserter. Close Fast Inserter. Und ja, der Rest ist da, okay. Menno, Menno, Menno. Und die kommen nicht hinterher, das ist okay. Dafür wollten wir ja hier die bauen. Und zwar ohne ein Muster. Achso, das sind die... So. Mach Dinge. Gut. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Hä? Du da... 200 wird dann so ein bisschen teuer. Nee, geh lieber wieder auf Damage. Shooting Speed... Da. Kostet auch noch 100. Go. Weil ich würde auch ganz gerne die blauen relativ schnell mit dem Ding zerlegen können. Wobei ich jetzt nicht weiß... Das macht immer 10% oder so mehr. Ja, wir haben jetzt schon 3-4 Mal erforscht in der Zwischenzeit. Das... Könnte okay sein. Ah genau, die Holzfarm. Du musst runter, 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 runter. Runter, runter. Hä? Die brauchen wir gar nicht mehr. Holzfarm. Holzfarm? Holzfarm. Rote Kiste. Kiste, es geht nicht. Doch, das geht. Also macht das da. Wir brauchen ein intelligentes Ärmchen. Das geht nicht. Ich wollte es gerade so machen, dass ich das intelligente Ärmchen so einstelle, dass es nur Holz nimmt, wenn im System mehr als 100 Holz ist. Problem ist nur, das Ding da zählt nicht zum System, wenn die Abdeckung nicht drüber ist. Also ist das Wayne. Das heißt, ich mache das jetzt von Hand. So, jetzt holen die das da ab. Ich muss den regelmäßig von Hand machen. Oder ich versetze das Ganze einfach nach rechts. Oder ich baue einfach einen Roboport. Na, kann schon mal als Vorbereitung davon ganz viele bauen. Brauchen wir doch mal wieder. So. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Du hast zwar immer deinen kleinen Puffer hier. Der ist sogar ziemlich groß inzwischen. Aber trotzdem sollten wir auch wieder Kohle holen. Was fehlt dir? Aluminar. Und dir fehlt Bauxit. Ja, tut mir leid. Wir haben kein Bauxit. Wie viel Aluminium haben wir noch? 17. Also wir könnten höchstens 17 Roboter bauen. Das ist auch nicht so schön. Apropos Roboter, wo ich gerade hier bin, gib mir... Lass mich durch und gib mir die da. Die da. Und der Rest ist okay. Oh, stopp. Hier müsste noch eine blaue Kiste hin. Und die hätte gerne Eisen. So, und du brauchst auch eine blaue Kiste. Und du hättest gerne auch Eisen. Für die Schwefelsäure. Und da du mehr hast, klaue ich dir das jetzt, weil andere können das besser gebrauchen. Du brauchst theoretisch eine blaue Kiste für Kohle. Was problematisch ist. Weil wir nicht so viel Kohle haben. So, 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 so. Aber Plastik momentan ja nicht so viel verbraucht. Das ist schon okay. Das heißt, ich wusel mich jetzt hier irgendwo durch. Wie viele davon haben wir inzwischen? Ah, wir haben über 100. Das ist sehr schön. Und beschränk dich mal, damit wir nicht so viel Stahl verbrauchen. Ja. Wir haben jetzt 100 Kondensatoren. Das heißt, wir könnten theoretisch irgendwas mit dem Replicator-Zeug erforschen. Was halt 100 davon braucht. Müssten wir die halt nur einigermaßen gleichmäßig verteilen.
Das ist jetzt nicht gleichmäßig, ich weiß. So. Die unteren drei bräuchten auch jeweils noch 25, dann hätten wir das schön. Aber wir könnten das auf jeden Fall erforschen, wenn uns danach wäre. Aber momentan scheint das mit dem Laser Rifle wirklich wichtiger zu sein. Dann gib mir das ganze Glas. So. Und jetzt Kohle. Wie viel Kohle habt ihr geschafft? Ja, das sieht doch viel besser aus als vorher. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben hier keine Robo-Abdeckung, ne? Nö. Wo ist die nächste Robo-Abdeckung? Da ganz hinten. Das ist okay. Mach mal. Haben wir noch Untergrundbelts? Ja. Mach mal kurz hier ein Untergrundbelt. Mach das direkt dahin. Dann raus. Und dann fahren wir es jetzt einfach. Bis irgendwohin, wo Robo-Abdeckung ist. Also hier. Machen das so, so. Okay. Okay, ist alles gut. Ist alles gut. Weg, weg. So. Dann machen wir es hier in rote Kisten. Die roten Kisten füllen wir hier mit der Kohle und reißen da hinten in die Kiste wieder ab. Und dann kommt das Untergrundding weg. Aber momentan komme ich halt nicht ganz hinterher. So. So. Okay. Das nehmen wir jetzt mit, schmeißen wir unten rein und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar schon Robo-Anbindungen haben für die Fuel... Also das sind keine Fuel-Blocks. Aber für mich sind es jetzt Fuel-Blocks. Diese Kohle, Knödel, Kartoffel, Kompakt-Dinger. Das sind für mich jetzt Fuel-Blocks. Weil es halt auch Blöcke sind. Die da. Aber das schaut nicht gut aus. Nee. Wir können das ganze Ding natürlich auch einfach umbauen. Aber das haut schon hin. Und die Dinger arbeiten tagsüber nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also sie verbrauchen recht viel. Dafür machen sie aber auch tierisch viel. Und sie wissen, wann sie die Klappe zu halten haben und wann nicht. Super Einstellung. Okay.